Das Thema ist technische Neuerungen in der Pflege. Eine weitere technische Neuerung, die eingesetzt ist oder von der geplant ist, dass sie eingesetzt wird, ist ein Fürsorgesystem für Desorientierte. Eine Möglichkeit, die geistige Beweglichkeit zu unterstützen, sind Wissensportale. Sie sind zum Beispiel im Internet abrufbar. Das Netz ist auch eine Möglichkeit, Kontakte zu pflegen, einerseits schriftlich, aber auch über Videotelefonie ist es möglich, mit Freunden oder Bekannten auch im Ausland kostenlos zu kommunizieren. Als weitere Möglichkeit wird ein EDV-gestütztes Menü-Bestellsystem genannt. Dadurch ist ein besserer Überblick für die Hauswirtschaft möglich. Als weitere Möglichkeit wird Zutrittskontrolle mittels Video genannt, damit nicht irgendwelche wildfremden Leute in der Einrichtung rumsträuchen und irgendwelchen Blödsinn machen. Das Thema ist technische Neuerungen in der Pflege. Eine weitere technische Neuerung, die eingesetzt ist oder von der geplant ist, dass sie eingesetzt wird, ist ein Fürsorgesystem für Desorientierte. Eine Möglichkeit, die geistige Beweglichkeit zu unterstützen, sind Wissensportale. Sie sind zum Beispiel im Internet abrufbar. Das Netz ist auch eine Möglichkeit, Kontakte zu pflegen, einerseits schriftlich, aber auch über Videotelefonie ist es möglich, mit Freunden oder Bekannten auch im Ausland kostenlos zu kommunizieren. Als weitere Möglichkeit wird ein EDV-gestütztes Menü-Bestellsystem genannt. Dadurch ist ein besserer Überblick für die Hauswirtschaft möglich. Als weitere Möglichkeit wird Zutrittskontrolle mittels Video genannt, damit nicht irgendwelche wildfremden Leute in der Einrichtung rumsträuchen und irgendwelchen Blödsinn machen. Das Thema ist technische Neuerungen in der Pflege. Eine weitere technische Neuerung, die eingesetzt ist oder von der geplant ist, dass sie eingesetzt wird, ist ein Fürsorgesystem für Desorientierte. Eine Möglichkeit, die geistige Beweglichkeit zu unterstützen, sind Wissensportale. Sie sind zum Beispiel im Internet abrufbar. Das Netz ist auch eine Möglichkeit, Kontakte zu pflegen, einerseits schriftlich, aber auch über Videotelefonie ist es möglich, mit Freunden oder Bekannten.